Beziehungsweise OBS das Bild erstmal wieder reinkriegen muss. Was ist wieder los? Komm. Bildanzeige bitte. Ja, ich bin hier in dem Spiel drin. Ihr könnt es nicht sehen. Ich weiß nicht warum. Es ist nämlich immer noch schwarz. Jetzt haben wir es. Meine Güte. Also offenbar braucht OBS einfach Ewigkeiten, um Variabilities anzuerkennen als Video. So, egal. Wir sind mittendrin, also mehr oder weniger. Und wir haben gestern erst gespielt und offenbar dreimal verloren. Ich erinnere mich, es war traumatisch. Aber das ist nicht so schlimm, denn wir machen jetzt die Waffenfabrik zuerst und gucken danach mal, was dieser Schwarm so für uns bringt. Aber offenbar muss ich da eine gewisse Anzahl an Leuten vernichten und naja, mal sehen. Egal, Waffenfabrik. Unsere Kundschafter haben eine große Festung auf einem abgelegenen Berg ausfindig gemacht. Es scheint, dass es sich dabei um eine Waffenfabrik handelt. Ja, das dachte ich mir schon. Welche vor der Pandemie benutzt wurde. Der Zugang ist sehr schwierig, weil es das ganze Jahr über schneit. Apropos Schneien, gab es heute auch ganz viel draußen. Ich muss mein blödes Auto freischaufeln. Mann, war das fies. Und das hier quasi noch im Herbst. Wird vielleicht mal ein richtiger Winter seit langer Zeit. Mal sehen. Obwohl das Gelände von Infizierten verwüstet wurde, scheint es dort nach intakten Technologien zu geben. Diese könnten der Kolonie helfen. Und das scheint jetzt dafür die Punkte, die ich dafür brauche, ne? Ist das hier 1:1? Was ich dafür bekomme? Das ist natürlich eine ganze Menge, wenn das so hinkommt. Das holen wir uns auf jeden Fall. So, erfüllt Missionsziel, ist klar. Missionsartefakt. Held muss entkommen, ist auch klar. Sammle wertvolle Sachen und antike Technologien. Das ist gleich am letzten Mal im Prinzip auch. Das dürften wir hinkriegen. Beim letzten Mal war die Mission nicht allzu schwer. Andererseits war die erste normale Mission... Ja doch, da bin ich auch gestorben tatsächlich. Doch, da bin ich auch drauf gegangen. Darf man keinem erzählen, aber ist leider wahr. Man kann es ja nachprüfen. Das Ganze. Naja gut. Wie dem auch sei. Beim letzten Mal haben wir unsere Calliope gelevelt und ein bisschen verbessert. Ich glaube, ich hatte die Schussfrequenz erhöht. Ich glaube, mir hat die gar nicht gehabt zur Auswahl, aber gut, was soll's. So oder so, ich gehe davon aus, dass wir es hier locker hinkriegen. Ja, schießt super schnell. Wie ein Flitzebogen. Nur noch schneller, weil Weil Bogen ja doch langsamer sind als Pistolen. In aller Regel. Dam. Super spannend hier. Hey. Zack. So ein leichtes Borderlands-Feeling gerade irgendwie von dem Cell-Shading-Look, wenn ich so rangehe. Und weil ich ja mit Knarren schieße. Aber egal. Ist hier irgendwas Schönes für mich? Nee. Karte ist noch zu Ende. Ist das dann die ganze Karte oder mache ich dann noch quasi einen neuen Level auf, wenn ich da reingehe? Werden wir gleich sehen. Ich weiß, ich stelle mir so viele Fragen. Oh. Was soll ich sagen? Ich bin halt wissbegierig ohne Ende. Behaltet euch immer eure Neugier, eure Wissbegier bei, liebe Leute. Das ist das Einzige, was euch Menschen vorantreibt in der Entwicklung. Sonst kann man gleich stagnieren und sich ins Grab legen. Das lohnt sich ja einfach nicht. Immer schön alles hinterfragen. Aber nicht unbedingt so penetrant hinterfragen. Man muss nicht jedes kleine Detail vielleicht, aber... wie komme ich jetzt wieder raus aus der Nummer? Neugierig bleiben, kritisch bleiben, aber auch mal Dinge akzeptieren können. Das ist, glaube ich, gut. Weil manchmal ist die Wahrheit eben doch so, wie sie ist. Und naja, Granaten gefunden. Hey, mit dem Gegner kann ich die offenbar werfen. Schön. Als Test. Okay, auswählen dann. Aber will ich jetzt nicht. Kriegen wir hin, wenn es soweit ist, denke ich mal. Aber ich schätze mal fast... Oh, guck mal da. Ich werde es vielleicht gar nicht brauchen. Score. Mehr Sachen scheinen hier nicht rumzuliegen. Das hier wird für mich zum Einsammeln sein, aber sicherheitshalber... Na? Achtung, ja gut, blablabla. Dachte ich mir schon. Nichts Interessantes für uns. Also Rinder. Boink. Oh, guck mal. Zombies. Wer hätte das gedacht? Es war knapp hier. Aber ich habe es doch ankommen lassen. Alles im gewollten Rahmen. Mehr oder weniger. Killing time. Da. Ich wünsche mal, wir die ja mittendrin leveln. So, das ist ja da schon was Diablo-artiges gerade. Ich habe noch eben Borderlands gesagt, aber egal. Ist ein Borderlands meets Diablo meets Darksiders Genesis. Jawohl. So würde ich es beschreiben.
überlege gerade, habe ich eigentlich Darksiders Genesis als Let's Play gebracht? Ja, oder? Ich hatte es auf jeden Fall auf der Switch gekauft. Ich glaube, ich hatte gedouble-dippt. Einmal auf PC durchgespielt als Let's Play und dann auf der Switch nochmal. Ja, doch, genau so war's. Understood. Weil es doch hier von dem Schießerei sehr an Strafe erinnert. Mit seinen mit seinen Doppelpistolen. Understood. Right away. Feuer. Yes? Ah, muss ein bisschen aufpassen hier. Wenn vier Läufer kommen, wird es knapp. Einen kriegst du locker hin, aber bei zwei ist es doch ein bisschen enger. Was du mitnimmst hier aber nicht, ne? Nee. Komm erstmal hier rangelaufen, so ganz vorsichtig. Ja, das dazu. Na. Mist, der hab ich getroffen. Nein, ich hab Schaden genommen. Schlecht von mir. Dass ihr laufen müssen, geht noch ein bisschen gemütlicher spazieren. Was ist denn los mit euch? Übertreibt nicht so. Wir haben doch Zeit. Ah, mal kommt schon einer. Oh oh. Ach, da oben stehe ich. Oh. Feuer! Sure. Mensch. Hide and Seek. Ja, ja. Point, 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 point. Man kommt ja doch wieder ran, ne? Man kann sogar hier hinlaufen, sehe ich gerade. Ist ja noch besser. Schießen! Oh oh. Oh, jetzt muss ich mal raus, sonst bin ich gleich gefangen und komme nicht mehr raus. Das wäre schön doof. Feuer. Den bitte. Ja, danke. Haben wir. Haben wir alles im Sack. Alles gut. Ein bisschen Strategie muss schon dabei sein. Man kann nicht nur vom Schachtach zulaufen. Ja, ich könnte Granate zünden, aber ich will mir die für eine richtig dicke Zombie heute aufheben, falls sowas hier kommen sollte. Ja, das hat da keiner gesehen. Was zum Teufel? Warum schießt sie auch nicht drauf von sich aus? Hätte ich mal machen können. Naja, nicht so great. Da, da, da. Alter. Wieder einer hier mal hier auf der Karte sehe ich sie einigermaßen. Apropos. Ich sollte vielleicht einfach weiterlaufen, weil es gab irgendwie auch diese Löcher, wo endlos viel rauskam, ne? Ich glaube, es ist ein Fass ohne Boden. Na, guck mal hier, da kommen sie alle angelaufen, wo ich schon gewesen bin. Ach, da ist so ein Loch, genau. Das dazu. Bringt mir also nicht unbedingt was, hier alles abzugrasen. Da ist eine Kiste. Ah. Oh. Scheinbar ist da auch irgendwas darunter, oder? Ah. Oh. Ich glaube, die Mission ist direkt schon schwerer geworden. Gut, Instant Kill immerhin. Ohne dass es jetzt Verzögerung gibt bei der Granate. Ne, wo bist du lang? Hier lang. Es kommt von unten angelaufen? Nein. Bleib stehen. Aber ist auch nichts zum Mitnehmen. Ich muss echt, wenn dann die Kiste. Kann ich die auch mitnehmen? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, aber ich kann es nicht anklicken. Toll. Das ist nämlich eben nichts. Super. Umsonst hier alles gemacht. Wie gesagt, so ein Level-System hier für den Helden in-game wäre schon geil. Das wird das Ganze ein bisschen leichter machen. Aber wahrscheinlich wollte man genau das eben nicht. Es soll schwierig sein. Ja. Bum, 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 bum. Ja, ja. Ich meine, so ein bisschen schneller laufe, weil sie jetzt... Oha! Die hat ein paar Leben mehr als die anderen. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Ah, da kommt noch einer. Feuer. Ah, meine Güte. Komm schon. Ja, Klink, schieß auf den, der hinten ist. Viel gefährliche Gefahr. So. Ist hier echt nichts mit dem doch da? Ist eine Medizinkiste, immerhin. Ich hätte gerne so richtige Sachen, die ich auch brauche, um weiterzukommen mit allem drum und dran und so. Das wäre ja eben, ne? Klingt gut. Klingt doch echt gut. So, zwei Health-Boxen. Ah, da ist endlich mal was zum Erforschen, zum Machen, zum Tun. Zack, jawoll. Score. So muss es sein. So wollte ich das haben. Wunderschön. Aber ich habe hier noch drei... Oh. Achso, sie hat ihre Pistole umgespielt. Wollte gerade sagen, was ist hier los? Da ist noch was, siehst du? Jetzt machen wir mal doppelt draufklicken hier. Manchmal übersieht man doch irgendwie so ein kleines Zahnrad. Weil sonst ist hier offenbar Sackgasse. Ich hoffe, ich habe hier nichts weiter übersehen. Werde ich rausfinden, wenn ich in allen Räumen gewesen bin, merke, oh, da fehlen noch so und so viele von so und sowas. Aber soweit
Boah, Feuer. Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Dass sie das wesentlich mitgenommen haben dürfte aus dieser Zone. Ach du Scheiße. Nee, komm. Die sind langsam, oder? Genau, ist schon wie so. Da muss ich keine Granate für zünden. Das wäre ein bisschen verschwenderisch, denke ich. Danke, danke. Gehen wir erstmal nach oben? Ja, ne? Den oberen Weg. Hey, eine Knarre. Habt ihr für mich kämpfen? Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich schätze, die werden automatisch auf Zombies zielen. Wäre zumindest mal nett. Hallo. Da, da, da. Na? Ob die dich genug kommen, um das ab auszulösen hier? Echt die mit dem Mastik? Sieht aus wie eine Kiste zu mitnehmen, was ist keine Kiste zu mitnehmen? Sauerei! Absolute Sauerei. Aber was willst du machen? Dam, dam, dam. Hier könnte man eine Granate werfen, klar, um das zu beschleunigen. Aber, wie gesagt, das ist so ein Notfallpaket. Das will ich ja nicht einfach so raushauen für nichts. Ich glaube, ach, da ist was. Doch, siehst du, ich muss da sogar hin. Haha. Ha. Ja. Kommt auch nichts angelaufen. Weiter. Hier ist nochmal ein komplett leerer. Also, komm ich fantastisch auch nochmal ran. Genau. Yes. Viel Spaß damit. Meins. Priceless. Noch mehr Granaten. Ist nicht verkehrt, aber ich habe mir natürlich sowas hier erhofft. Gotcha. Nehme ich aber genauso. So ist nicht. Alright. Ich gehe mal nach unten erstmal. Ja, es schießt. Sehr schön. Das sollte so sein. Das war mein Plan. Die Frage ist, haben die irgendwie jetzt Munition? Ich sehe zumindest nichts, was dagegen spricht. Aber gut zu wissen, dass es solche Dinger gibt. Wahrscheinlich kann ich nachher auch in der normalen Mission so eine Dinger bauen, als Geschütztürme, würde ich mal vermuten. Und dann sehe ich schon mal diesen Supergut. Die will ich haben, wenn ich sie bauen kann. Ich werde ihn sofort holen. Genau, schön draufhalten. Und da ist was für mich. Aha! Very nice. Ah, da komme ich gar nicht rauf. Obwohl es. Achso, die ist abgesperrt. Wie eine Truhe, die nichts macht. Die nur sieht anscheinend weg, als wäre es eine Truhe. Sauerei, sowas. Ja, danke schön. Ich danke dir vielmals. Smith nehme ich zum. Stimmt ja. Das kann ich ja selbst positionieren und dann entsprechend irgendwas damit machen. Kann man aber auch für später schon mal sich aufheben. Ach du. Ach du Kacke. Na, zum Glück bin ich nicht da unten ran, hä? Huh? Fass. Da. Ach, jetzt, damit kann ich interagieren, ja? Damit aber nicht. Aber wie schießt ich denn da drauf? Warte mal. Ui, ist aber knapp. Na gut, das war jetzt nicht so der krasse Radius gewesen. Forschung! Hm. Das geht mit der Kiste da oben echt nicht. Ist ein bisschen ulkig. Alrighty. Ein bisschen weiter. Ich bin ja sicher an den Geschützen da oben, da passiert ja nichts. Da kommt keiner von oben langgelaufen, meine ich, ohne dass ich bemerke. Ohne dass er es überlebt wahrscheinlich auch. Ein bisschen säubern würde ich ganz gerne schon mal. Ich bin fast sicher, dass hier irgendwie noch ein Item liegen muss. Vielleicht sogar das selbst, was ich nur gerade nicht aktivieren kann, weil ich so weit wegstehe. Oder hier unten in der Ecke vielleicht noch. Und ich will es auf keinen Fall übersehen, denn ich brauche auf jeden Fall alle Forschungspunkte. Das hier ist auch wichtig. Ich weiß aber gar nicht, wozu ich die Imperiumspunkte brauche, ehrlich gesagt. Vielleicht zum Level meiner Heldin, ich bin nicht ganz sicher. Aber Forschung ist sehr wichtig, denn dann ist die Mission an sich für uns leichter. Das eigentliche Spiel, möchte ich bald sagen. Das ist auch das eigentliche Spiel, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die schweren Missionen halt. Wo die Zombies alle kommen. Das ist ganz anders als hier. Klingt nur ähnlich. Oh Mann, da kommt ja auf einmal irgendwas rausgetroddelt. Na gut, okay. Nehmen wir mit. Ne, ist ja offenbar echt. Ich würde echt gerne mir. Opala. Oh, ich kann das alles wegmachen mit Tabulator. Anzeigen lassen. Ach, guck mal. Mit Tabulator. Auf die Weise müsst ihr wohl auch in den normalen Missionen dann die Lebensbalken meiner ganzen Einheiten sehen können. Das ist schon mal gut. Aber ich würde gerne die Items, die ich mitnehmen kann. Was? Mit irgendwas markieren können, mit irgendeiner Taste. Das wäre very hilfreich. Danke, Geschütz. Kommt. Ich lock euch an. So, jetzt sieht wieder super aus. Das Milchkanone sind das riesige Patronen für Panzer.
Geräusche. Ich weiß ja nicht genau. Könnte beides sein. Vielleicht eine Milchpatrone. Also man schießt mit Kuhmilch. Kanistern. Sehr effektiv gegen laktoseintolerante Leute. Vielleicht sind Zombies laktoseintolerant. Sie müssen ja auch Gehirne fressen. Ich bin da was ganz heißem auf der Spur, glaube ich. Laktoseintolerante Zombies. Ich meine, das wäre ein Genius, mit Milch zu schießen, ne? Gar keine Frage. Da oben ist was. Da ist auch was. Ich sehe auch hier kein Rattenhaus, wo 1000 Leute rauskommen. Jetzt sehe ich mal sowas raus, aber das glaube ich eigentlich nicht. Das heißt, ich kann ja alles in Ruhe wegräumen. Apropos, meine ich gerade Zeit unten, sehe ich gerade. Hier im normalen Spiel auch, aber ich habe ja keinen Countdown, kein Zeitlimit hier, oder? Erste Hilfe, ja gut. Weißt du, ich nehme aber mal ein, weil... sind danach Missionen sowieso weg, offensichtlich. Und naja... ist auch nur optional, ne? Ich weiß halt nicht genau, was Imperium-Punkte machen, aber ich will natürlich alles haben, was es gibt. Ich hoffe sehr, ich übersehe nichts. Jedenfalls habe ich kein Zeitlimit, von dem ich wüsste. Also gehe ich davon aus, ich habe wirklich keins. Meistens weiß ich sowas ja. Ich weiß ja fast immer alles eigentlich. Eins und zwei. Aber ich scheint nichts an Spinden oder sowas zu sein, wie im anderen Teil des Gebäudes. Wo ich ja eindeutig was von mitnehmen konnte für meine Forschungspunkte. Und mit ein bisschen Pech sind es bloß Items, die ich wieder aufgabe. Und nicht irgendwie Punkte, die ich brauche. Optional. Ja, das sehe ich auch so. Na, komm. Forschungspunkte. Was war das? Was habe ich bekommen? Was war das? Granaten waren es nicht. Medikit was? Moment. Verschwindet. Ich habe doch... achso, weil ich vorher mal verstanden habe, kann ich nicht auswählen. Da war es gerade ein Medipack, jetzt habe ich gerade drei. Ich hatte vorher bloß zwei gehabt, weil ich einen dritten verbraucht hatte. Also ja. Wieder bloß ein Item zum Verbrauchen. Ist natürlich schön und gut und so weiter. Aber ihr wisst, ich hätte gern was Vernünftiges. Wäre voll nett. Ich begrüße es sehr, sie sollen hier nicht laufen. Wenn die, das war ja schon der Hardcore-Level eigentlich, wo die auf mich zugerannt sind, ne? Das ist ja da schon human, wo ich gerade bin. Das ist so human, ich muss nicht mal da stehen, wo ich gerade bin, aktiv, und das läuft trotzdem. Da geht's nochmal weiter nach oben, okay. Aber jetzt kommen hier Forschungspunkte oder Imperiumspunkte, wäre mir auch ganz nett. Oder Granaten. Ich schätze mal, die Granaten sind bloß für die schwereren Schwierigkeitsgrade so mannigfaltig verteilt, weil ich habe 9 Stück davon. Ich habe jetzt eine aus Spaß benutzt, eigentlich gut, das war an der Stelle, wo es auch durchaus sinnvoll war, aber hätte ich auch ohne lösen können, schätze ich mal. Und, naja... ich bin ja fast geneigt, einfach mal so zu machen. Ne? Boing. Oh, man hat so eine... ich, gut, ich kann von hier aus werfen. Das ist super. Die Reihenfolge stimmt. Hui. Geht halt ein bisschen schneller. Ich gehe mal davon aus, ich brauche nicht mehr so viel davon. Ich hoffe es einfach mal. Ich habe noch 7 Stück, ich bitte euch. Ich habe schon die Hälfte des Levels durch hier. Ach, so ein Rattenloch wieder. Da werde ich kaum noch so viel brauchen, oder? Und noch mehr Granaten, na, das dazu. Niemals brauche ich so viel davon. Also, ich bin natürlich naiv, wenn ich das so sage, ne? Aber ich hoffe, das stimmt. Toll, sind das Minen? Die Ratten laufen drüber, es passiert nichts. Also wahrscheinlich sind es keine Minen. Ich weiß, was ist da so eine Markierung? Ich weiß nicht. Es ist eine Mine. Aber offenbar gilt die bloß für Zombies. Ich löse sie ja gerade offensichtlich nicht aus. Was eine gute Sache ist. Also auch hier bin ich einigermaßen sicher. Es sei denn, Zombies kommen entgegengerannt und ich bin im Explosionsradius. Wäre nicht so geil, aber ich kann sie offensichtlich einstellen. Mehrere auch. Ich kann alle auswählen. Weiß nicht, ob ich das tun sollte oder nicht. Noch liebst du das. Wer weiß, wie lange... oha. Ich glaube, deswegen sind Zombies da. Hilfe. Ja, ja. Komm her, Zombie-Man. Komm, Zombie-Man. Weg, 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 weg. Ja. Alles klar. Macht zwar sehr komische, fast keine Geräusche, aber nur für Zombies relevant, das Ganze.
Ich habe offenbar einige, die ich da reinlocken muss. Ah ja, der hat doch sehr viel erleben. Komm mal mit. Komm mit. Lauf rüber, sonst bringt das nichts, ne? Danke. Ich habe ja genug davon. Ansonsten müsste ich sie den ganzen Weg zu den Geschützen locken. Ging ja auch noch, aber natürlich ein bisschen mühselig. Aha. Noch 4 Stück? Ach du Kacke. Na komm, Dickerchen. Na komm. Boom. Boom. Fein. Das Geräusch ist ein bisschen verbuggt, ne? Was ist ja irgendwie nicht richtig da. Generell ist gerade. Ah! Kein Wunder. Ich hatte den globalen Sound wieder ein bisschen runtergedreht. Es war wieder mal leiser, als es hätte sein müssen, können, dürfen, sollen. Immer diese Streaming-Kinderkrankheiten bei mir, die ich nicht rauskriege. Unglaublich. Ey, du da! Daneben. So, jetzt müsst ihr genug Schaden haben, dass er von einer Mine stirbt, dann verschwende ich nicht so viele Minen. Let's go. Great. So, jetzt auf jeden Fall. Right. Tot. Right away. Tot. Yes? Man sieht aber, ich kann sie auch, wenn ich wollte, einfach durchweglaufen und draufballern, mehr oder weniger schnell töten. Das geht auch notfalls. Okidoki. Aber will man ja nicht, ne? Haben wir ja Tempo. Rest in pieces. Affirmative. Wir haben ja sowas wie Zeitdruck. Vermeintlicherweise. Wird suggeriert. Natürlich stimmt das nicht. Und bumm. Danke. Jetzt kann ich in Ruhe alles absuchen. So. Einschrank. Forschungszeug. Was haben wir hier Schönes? Wird doch nicht heller, also gar nichts. Da haben wir was. Forschungszeug. Das war's schon. Da ist noch was. Da. Hat gerade geleuchtet, aber... Ach, da unten. Looks cool. Muss eigentlich ein bisschen aufpassen, weil hier nicht... Dankeschön. Nicht alle Sachen das Zahnrad haben. Da war ich wieder. Da. Also die Sachen leuchten auf alle paar Sekunden. Wonderful. Das ist zumindest gut. Da weiß ich, dass ich kurz warten muss und dann sehe ich oder sehe ich nicht. Und es leuchtet nichts mehr, also kann ich weiter. Yes? Richtig? Affirmative. Ich gehe nochmal hier oben hin, um da nochmal zu prüfen, ob irgendwas leuchtet. Sieht aber nicht so aus und auch meine Maus verändert sich nicht. I'm on it. No problem. Ich müsste dann damit soweit durch sein. Da war. Hat es gerade geblinkt, aber nee. Understood. Wird schon nicht. I can do that. Aber ich glaube, wenn ich hier nachher lang gehe, komme ich dann auf diesen Weg zurück, oder? Without delay. Ist ja auch nicht verkehrt. Ach du Understood. Kacke. Noch mehr Zombies! I love it. Klang spektakulär, als ich gerade gesagt habe. Jetzt ist es mir. Great. Sounds good. Ah. No Mensch. Fear. Sure. Na, die kamen leider nicht schnell genug hergelaufen. Da war das Minenfeld quasi ineffektiv. Das ist ja auch doof. So, Understood. Wirf mal rein, das gute Stück. Ah, nicht, right. so nicht. Take that. Let's go. Aua. Na, natürlich ist von uns alle einzeln gelaufen, war ja klar. Da hat den auch noch, bitte. Bam, 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 bam. Yes? Jetzt no annähern problem. Und schmeißen. Mittendrin. Jawohl. So macht man eine Granate richtig. Bum, 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 bum. Danke. Habt mir auch Mühe gegeben. Das wäre der. Das wäre der zweite. Das sind die langsam. Noch schneller von oben. Mensch. Yes? Der auch noch. Danke. All right. Sure thing. All right. Understood. Falsche Taste gedrückt, verdammt. For the humans. Ja, dann humanize mal. Gotcha. Great. Rest in bam, 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 bam. Roger that. Ich habe immer 3 Minikits, so ist es nicht. Ich kann ein bisschen was riskieren. Mann, Mann, Mann. Rest in peace. Ah. Läuft ja auch. Sure. Und hat 4 Leben. All right. Fällt mir alles nicht so. Angriff. Vielleicht meine ich, kann auch Pause drücken zum Anvisieren, da will ich nicht daneben klicken. Das wäre auch mal eine Idee. Aber ich spiele auf dem Profi-Level, da brauche ich sowas nicht. Da meint das einfach on the fly. Dam, dam. Naja, war ja klar. So nämlich, haha. Profi-Level im Arsch, jetzt habe ich es auch auf die Amateur-Art gemacht. Ist egal. Guck mal da!
Kerzenständer. Yes. Imperiumspunkte. Ich habe erst so wenig Imperiumspunkte. Was? Sure. Ich muss noch etliches sammeln hier. Meine Forschung bin ich fast durch. Erstaunlicherweise. Der Rest fehlt noch quasi komplett. For the Empire. I can do that. Ja. Ist das mein super wichtiges Item? Wahrscheinlich, ne? Right away. Versucht's doch. No problem. Nice. Ja, es geht so. Nice. Got it. Wie ich dieses Nice nicht leiden kann, ey, ehrlich. Die ganzen Influencer kommen mit Nice, Alter. Okidoki. Dicker Jo-Mann. Hip-Hop, ey. Oh, scheiß Erfindung. Naja. I love it. Dadurch geht die Welt zugrunde. Yes? Langsam, aber sicher. Eigentlich war es ziemlich schnell aktuell, finde ich. Das ist sehr auffällig. Right. Einmal das. Jawohl. Imperium. Good find. So, ich glaube, mein Missionsartefakt gefunden. The more the merrier. Schürtige Zombies, aber ich sehe überhaupt nichts. Und hier ist auch nichts unterwegs. Okay, wir haben, was wir brauchen. Jetzt nur noch das optionale Zeug sammeln. Das ist aber offenbar hier nicht mehr zu finden. Sure. Also müssen wir in den letzten Bereich da unten. Ist kein Problem. Und der Weg an sich sieht ziemlich frei. Aber ich glaube, ich kann mir auch vorbeilaufen letztendlich. Ich muss da nicht mal kämpfen. Ich laufe einfach raus und bin dann frei. Und habe meine ganzen Forschungspunkte dabei. Haha, das reimt sich dezent. Got it, Chief. Hallo? Ich bin's. Aua, mich gehauen. Wonderful. Fiesling. Wie halt das eigentlich? Ach, halt vollständig. Ich denke mal so. Roger that. Zu raus haben wir das Ganze. Hätte ich ja locker anders schaffen können. Na, ihr Zombies, ihr? Wie ist das Leben so? Schön frisch? No problem. Ja, das ist eine gemeine Frage, ich weiß. Als Zombie ist da nichts mehr frisch. Das ist mir durchaus klar. Aber ich bin halt gern höflich, Mensch. Was soll ich machen? Sure. Boom. Oh, war ich das? Tut mir leid. Sure thing. Boom. Oh, tut mir leid. Zum zweiten. Aha. 30. Achtung, Wurten. 2 Stück. Bullseye. Durch die Tür geschossen. Zumindest sieht es so aus. Wahrscheinlich war es nicht so. So, der Rest ist offenbar hier nichts weiter. Ja gut, bei Duschen. Das willst du da was finden, ne? Außer ein bisschen Hygienepunkte, die es hier nicht gibt in dem Spiel. Sure. Aber es sieht so aus, als wenn das schon wieder alles gewesen wäre. 40 Imperiumspunkte, 60 Forschungspunkte. Klingt ja per se nicht nach viel, ne? Aber ich habe nicht mehr so viel zu erkunden, deswegen bin ich doch skeptisch, ob ich noch alles finde, ob ich doch was übersehen habe. Sure thing. Ich habe ja Granaten ohne Ende, komm. Was soll der Geiz? Sure. Eine Kiste irgendwie? Muss irgendwas sein. Roger that. Ich kann hier völlig sinnlos hinlaufen. Naja. Perfect. Bestimmt bloß Munition zu verschwenden. Okidoki. Hier ist auch gar nichts. Oh doch, da geht's. Roger that. Ja, zumindest geht's da weiter, aber. Schießen! For the humans. Du hast es doch auch gesehen. Warum schießt du nicht rechtzeitig, Mensch? Aha! Imperiumspunkte. 20. Fehlt also immer noch was. Yes? Da gibt es nicht weiter, nein. Gotcha. Ah, noch ein Item dafür, noch zweimal Forschungspunkte. Ich habe noch einen Raum, wo ich gar nicht war. Aber ich bin skeptisch. Das heißt, Raum gar nicht, man nur ein Teil des Raums. Alrighty. Ich werde es bestimmt einfach irgendwo übersehen haben. Das heißt, ich werde mal überall langlaufen müssen. Da habe ich voll Bock drauf. Ach du Scheiße. Without delay. Ups. Got it. All right. Of course. Nein. All right. Perfect. Egal, machen wir so. Zwar fast verschwindet, aber naja. Tod ist tot. Taste my lead. Ach du Kacke. Nice. Ja, zum Glück habe ich noch ein paar Granaten, würde ich sagen. Understood. I can do that. Und Minen habe ich auch noch ein paar, wenn es danach geht. Und ich könnte ja in die Geschützzimmer locken, eigentlich. Let's go. So ganz streng genommen. Feuer. Without delay. Yes? Da, 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 da. Gott. Ich meine, per se ist es direkt daneben, ne? Ach komm, weißt du, das ist ja Käse. No problem. Mach hier auf, ich gehe da andere Seite lang. Und lass es die Geschütze erledigen. Was soll denn der Geiz? Without delay. Wenn man es schon hat, ne? Great. Genau, brauche ich noch dringend Sachen? Hier sind niemals die Sachen noch versteckt, die ich brauche. Yes? Kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas übersehen irgendwo? War ich ja überall. Ich meine,
Theoretisch gehe ich ja davon aus, wenn ich irgendwo war, war ich doch alles und habe alles erkundet und da ist nichts mehr. Aber, naja, meine Bilanz sieht anders aus, ne? Hallo, liebe Leute! Ja. Das schießt gut was weg, das Zeug. Let's go. Aber man braucht doch tatsächlich mehr als eine. Definitiv. Zwei sind schon knapp bei der Menge an Zombies. Da bin ich überrascht. Habe ich mir effektiver vorgestellt. Aber hier ist doch nie im Leben noch so viel. Überhaupt noch irgendwas, oder? Sieht nicht danach aus, wenn noch irgendwas rumliegen würde, was ich aufsammeln kann. Mir fehlt doch so viel, verdammt. Hey, du da. Na, bist einfach ein Läufer. Schön für dich. Das dann nee, auch nicht. Oh. Ja, was machen wir da jetzt? In unserer Not. Ah, töten ist gut. Ach, die Einschadenspunkt. Den stecke ich weg, hier nichts Gutes. Aber ich bin trotzdem... etwas, tja. Vielleicht muss ich auch direkt daneben stehen, damit hier so ein Zahnrad auftaucht. Und wenn ich jetzt von hier aus rübergehe, bringt mir das einfach nichts. Kann ja gut sein. That's easy. Ich gehe nochmal hier oben rein, aber da dürfte nicht... Excellent idea, sir. Aber bevor ich jetzt nochmal alles ablaufen zurückgehe, fange ich hier oben nochmal an, genau zu gucken, ob da noch irgendwas sein könnte. Aber ich war hier schon an allem dran. Das kann eigentlich nicht der Fall sein. Und hier leuchtet auch nichts auf. Es dürfte echt nichts mehr da sein. Mal sie mitnehmen kann. Not a problem. Oh Mann, Zombie, pass auf! Oh, schade. Let's go. Mine verschwendet. Na, was soll's. Oh, mir fehlen noch so viele Sachen. Also mindestens drei Items wahrscheinlich fehlen mir noch. Perfect. Wahrscheinlich genau drei Items, nicht mindestens, aber... Alrighty. Understood. Auf jeden Fall fehlt mir noch einiges. Mindestens zwei, so, das kann man sagen. Aber ich glaube, kann man es 30, 60 auf einmal gibt, bei Forschungspunkten. Das werden schon mehr sein. Sure. Gibt da keine? Nee. I'm on naja, Infektion gefährlich, bla bla. Schon klar, schon klar, schon klar. All right. Great. Ich weiß ja nicht, was Sounds überall good. Was zum Aufheben Let's sein kann. Go. Ne? Alrighty. Das waren ja schon mal ein paar Punkte auf der Karte, die jetzt so gar nicht danach aussahen auf den ersten Blick. Trotzdem aber Imperiumspunkte gegeben haben. Let's go. Schauen wir das Fass da oben mit, würde ich sagen. Hier ist weiter nichts gewesen. Ich glaube nicht, dass es draußen generell was. Wobei, hier war der Kron, Leute. Was war's? Da habe ich was aufgesammelt auf jeden Fall. Irgendeine Münze oder sowas war es eben. Also kann auch schon draußen rumliegen. Nice. Alright. Habe ich irgendeinen Eingang übersehen? Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Da ist Ende, da ist Ende. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Nee. Nee, 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 nee. Da war ich überall. Sure thing. Ja, total sure. Got it. Yes. Sure. Ah, ich trotzdem mal hier hin. Das muss doch irgendwo noch sure was sein. All right. Diese Kisten irritieren mich sowieso, wenn die so aussehen, wenn die was beherbergen würden, aber nichts da haben. Gotcha. Ich kann doch nicht ohne maximale Forschungspunkte abhauen, Leute. Ich brauche alles für meine Hauptmission, weil ich so unglaublich schlecht bin in dem Spiel. Child's play. Ja. Gotcha. Wenn es mal so wäre. Got it. All right. Er blinkt ja auch nichts auf. Es müsste ja doch aufblinken, nicht wahr? Let's go. Ist doch am Ende so ein Milchkanister einer von den Sachen, die ich mitnehmen kann. Weil ich kann ja auch nicht alle Kisten anklicken. Kann sein, mal so Dinge angeklickt werden kann. Ich gucke da nicht so drauf, weil... Yes? Ah ja, ich nicht erwarte, dass es zum Mitnehmen ist, ne? Hier geht es auch nicht, weil das ja auch Baum und so weiter. Excellent da idea, wird nicht sir. Mehr sein, wo ich nicht sowieso schon war. Da komme ich gerade her, also das ist auch nichts weiter. Eventuell ist da noch was, aber das denke ich auch nicht. Ha, ha. Come on. Mhm. Gotcha. Wusste ich's doch, da ist nichts. Let's go. Auf mich hörst du wieder nicht. Right away. I love it. Mm. Yes. Hier war ich ja auch schon drin und dachte, hier müsste was sein und da war nichts. Achten wir mal auf Lichtblitze. Wenn was aufblitzt, ist da noch was, aber es blitzt nichts auf, also wird da auch nichts sein. Let's go. Simple as that. Sure thing. Da muss echt hier noch was sein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Da bin ich auch nur am Anfang gleich gewesen. Zombie, der war doch eben noch mal hier. Er ist weg. Okidoki.
Yes? Verdammt nochmal, das gefällt mir alles nicht. Let's go. Ja, dort unten war ich ja gar nicht gewesen. Ich bin jetzt nur da lang gelaufen. Das ist ja echt, ich muss dicht genug dran sein. Rest in peace. Damit ich da was überhaupt aktivieren kann. Ist hier im Rahmen des Möglichen, nicht wahr? Aber nein, hier ist kein Zahnrad. Nichts dergleichen. Vielleicht auf dem Förderband selbst. Das habe ich noch gar nicht überprüft. Ob hier vielleicht was liegt, was wichtig sein könnte, habe ich hier oben auch nicht geguckt. Das wäre ja auch noch eine Option. Aber zumindest sehe ich nichts, was verdächtig aussieht. Ich meine, vielleicht kann ich auch gar nicht alles finden wegen normal, aber das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. So wie ich das verstanden habe, gibt es immer die gleichen Punkte bei allem, also sollte das nicht das Problem sein. Perfekt. Wo ist bloß noch was? Wo ist bloß noch was? Das ist ja echt ärgerlich, das nicht zu finden. Am Ende gibt es eine Art Geheimgang. Of course. Natürlich schön doof. Glaube ich aber auch nicht wirklich. Ach, guck mal. Da kann ich noch lang gehen. Ich schaffen wir uns. Aber ich glaube auch kaum, dass so jetzt die ganzen restlichen Sachen liegen. Ein oder zwei vielleicht, wenn es hochkommt. Aber nicht alle drei, die ich wahrscheinlich brauche. Aber zumindest ein Anfang, das Ganze. Oh. Jetzt habe ich meine Granaten bis auf eine verbraucht. Na toll. Scheint aber noch ein größeres Areal zu sein, hier auf den ersten Blick. Taste my lead. Vielleicht aber auch nicht. For the Empire. Kann ja täuschen. Auf jeden Fall ist hier Wasser schon mal gut. Da, 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 da. Killing time. Genau. Oh, da kommt es aus dem Rattenloch rausgelaufen. I love it. Without delay. Was für mich mal schlecht ist, ist eine Endlosquelle. Und ich stecke ein Level, das wissen wir ja. Got it. I'm on it. It's a walk in the park. Okidoki. Auf jeden Fall ist da irgendwas. Und da ist ein... Ah, 30 Forschung. 30 Forschung. Fehlen aber noch 20 Imperiumspunkte, die mir nicht so wichtig sind. Aber natürlich würde ich auch gern das da mitnehmen. Hab ich nach so einer Ecke übersehen irgendwo vielleicht? I'm on it. Ich meine, die Imperiumspunkte waren es ja, die hier total random rumgelegen haben in der Wildnis. Aber hier ist weiter nichts. Echt Ende Gelände. Da kommt nichts mehr. Oh, ist das ärgerlich. Jetzt will ich eine Sache nicht, oder was? Das gibt's doch nicht. Ist noch irgendwas, was nach Handwerk oder sowas aussieht? Irgendwie. Understood. Kunstwerk, Gegenstand. Sure. Was halt alles zu Imperium-Sachen zählt. Without delay. Excellent idea, sir. Ist doch nichts mehr. Perfekt. Hier ist doch nichts mehr. Wie gesagt, ich habe die Forschungspunkte, das ist mir wichtig. Das andere ist nice to have, aber muss ich nicht unbedingt, weil ich glaube, das steckt in Helden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt ist. Perfekt. All right. Und da kann ich gegebenenfalls auf 20 Punkte verzichten. Und im dümmsten Fall spielt die Mission normal irgendwie für mich irgendwann. Egal, ich glaube, ich finde es nicht mehr. All right. Ich werde abhauen. I can do that. Und den Ort verlassen. Ein wenig traurig, ja schon. Aber wie gesagt, die wichtigen Forschungspunkte, die habe ich ja. Alles andere wäre nice to have, aber no must have. Was habe ich jetzt? Das wäre es ja noch hier mitten im Minenfeld irgendwas. Da habe ich nämlich gar nicht geguckt, ob da was liegen könnte, aber... auch nicht so aus. Aber hier kann ich auch offenbar von weit weg alles aktivieren und benutzen. Also müsste ich auch alles, was ich halt anklicken kann, so als Anklicksymbol gezeigt werden. Wenn ich drüber fahre aus der Entfernung, oder? Schwer zu sagen. Aber so oder so, ich sehe beim besten Willen nichts mehr, was hier noch sein könnte, wo ich noch nicht dran war. Na? Hallo? Hallo? Achso, ich habe... Nee. What do you want? Ich habe sie aus der Auswahl rausgenommen. Of course. Nicht absichtlich. Ah, das war ein Versehen. Hier ist aber auch echt nichts weiter. Absolut nichts weiter. Schon schade. Schon schade, schade, schade. Ja, dann hauen wir ab.
Ich will auch nicht ewig vergammeln hier. Das ist ja auch nicht sehr zielführend. Ich muss eben durch. Entschuldigung. Ja, schade. Da haben wir nicht alles gefunden. Aber ich weiß eigentlich nicht, wo ich noch suchen soll. Ist dann eben so, ne? Egal, wir haben es auf Anhieb geschafft. Also die Heldmissionen sind schon ein anderer Schnack. Also einfach ein bisschen leichter soweit. Naja. Aber ja, ich weiß nicht, wo ich die Imperiumspunkte. 770. Das ist doch die hier. Ah! Ich kann es nicht mehr... Oh. Ich kann nicht mehr frei wählen. Schön doof. Schön doof. Offenbar wird es dann gelockt, wenn man seine Mission benutzt hat, die Mission gewonnen hat. Weil ich wollte die eigentlich wieder rausnehmen, andere Sachen da reinbauen. Das ist ja jetzt nicht so schön. Aber sie hat keine Imperiumspunkte offensichtlich. Das ist vielleicht Imperiumspunkte. Okay. Ach, das ist für die Schwärme offenbar da. Die gleich kommen dann wohl, ha? Nun gut. Hab ich schon, geht nicht mehr, ist klar. Angriffsgeräusch nicht so wichtig. Reichweite und Sichtweite. Rüstung, naja. Rüstung. Finde ich ja alles ganz nett. Angriffsstärke ist auch schön, aber ich hätte eher das Angriffsreichweite. Da haben wir aber so Rüstung danach. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann habe ich hier Angriffsstärke bis 50%. Das ist auch nicht schlecht. Das und das vielleicht in der Reihenfolge. Erstmal nehme ich das hier. Zack. Weil ich finde das sehr wichtig. Angriffsreichweite. Das gibt mir sehr viel Bonus obendrauf. Um besser klarzukommen. Upala. Ach genau, hier, siehst du. Hier habe ich nämlich neulich gelesen, dass es Jahr 2085 ist und keine Welt, blablabla, dies und das und jenes. Da weiß ich nämlich, dass das Spiel tatsächlich in unserer Welt spielt, nur ein paar Jahre später. Das war das, was ich zum letzten Mal erwähnt hatte. Egal, da muss ich jetzt echt aufpassen, was ich haben will, ob es auch auf längere Sicht sinnvoll ist. Vor allem aber, glaube ich, das hier. Komplexe Gebäude. Denn sonst wird es hier knapp mit meinen ganzen Sachen. Ah, warte, ich... Ganz anders. Ich, mache erstmal diesen Schwarmmodus. Guck, was da passiert. Gibt doch keine Forschungspunkte, das ist ja schade. Edda ist ein Schwarm vom 392 Infizierten auf der Straße. Um die Erweiterung des Imperiums voranzutreiben, musst du zuerst diesen Schwarm mit der Imperialen Armee vernichten. Siegbedingungen, vernichte Infizierten, widersetzlichen Schwärmen, Außenposten darf nicht zerstört werden. Ich guck mal, wie es läuft. Bestimmt sterbe ich beim ersten Mal. Ich kenne mich ja. Vielleicht aber bin ich auch ein Naturtalent in dieser Mission. Wie bei den Heldensachen, da bin ich auch super gut. So, an dieser Holztürme, die ich mal hätte bauen können. Angriffsmission haben das Ziel, die Schwärme der Infizierten zu vernichten. Welche dich zur nächsten Mission abhalten, die Schweine. Um die Schwärme zu vernichten, kannst du dich auf Unterstützung der Imperialen Armee verlassen. Aber du kannst mit deinen Imperium-Punkten nur eine bestimmte Anzahl von Einheiten und Verteidigungspunkten rekrutieren. Wenn Offiziersposten während des Angriffs zerstört oder infiziert wird, ist die Mission gescheitert. Zum Starten, pausiert, wenn ihr auf Mission. Wenn du keine Punkte hast, dann ist vorbei. Das ist jetzt wohl das ganz normale Tower Defense. Finde ich ja super. Ich mag Tower Defense. Ganz schön wenig Lega hier. Ah ja. Generell ganz schön wenig Zeug. Okay. Verbinde euch mal. Ach, den muss wahrscheinlich. Naja. Na toll. Muss ich ewig hier abpassen. Ich kann tatsächlich nicht die Dinger drehen. Schön doof, ha? Naja, gut. Meine Punkte dürften ja aber eigentlich, nehme ich mal an, immer da sein. Und also Missionen quasi regeneriert werden, meine ich. Aber ich würde gerne mehr Sachen bauen können. Das ist doch recht übersichtlich hier an Möglichkeiten, die ich habe. Ach so, ich brauche 10 Punkte. Ich dachte, ich habe 10 Einheiten davon. Ach so. Ah. Okay. Ich will auch die riesige bauen. Toll. Na gut. Tack, 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 tack. Weiß nicht, ob ich mehr als das brauche.
Ich probiere es einfach erstmal so. Gucken, was passiert. Ich glaube, es wird nicht reichen. Ist jetzt zu leicht. Oh, ich habe jetzt schon so viel Punkte ausgegeben. Es muss eigentlich schon reichen, weil mehr habe ich gar nicht Optionen, groß zu bauen. Ne? Da rein kann ich keinen setzen. Ne? Okay, ich versuche es mal. Nicht ganz so klassisch Tower Defense, wie ich mir erhofft hatte, das Ganze gerade. Aber es mag sich mit neuen Gebäuden, die ich freischalte, noch besser anfühlen eines Tages. Es kommen echt viele Scheiße. Das schaffe ich noch niemals mit ein paar Bogenschützen. Aber ich brauche auf jeden Fall die Barrikade, sonst bin ich geliefert. Das kannst du wissen. Gar keine Frage. What's up? Any infected around? Kann ich die bewegen? Naja, ich würde gerne da reinsetzen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das kann doch niemals funktionieren. Oder was? Das reicht doch von vorne nicht hier. Kannst du knicken. Kannst du total knicken. Da kann ich auch keinen setzen. Nee, kann ich nicht. Ja. Also mit den Einheiten, die ich habe, ist das lächerlich. Das ist nicht zu schaffen. Und ich habe echt bis auf 2-3 Punkte alle meine Einheiten verbraucht, die ich brauchen konnte. Und ich brauche den Zaun, definitiv. Wenn ich da keinen Zaun habe, bin ich auch fertig. Aber ich habe da gerade was gesehen. War da gerade ein Gebäude gewesen? Vielleicht war da, warte ganz kurz. Ich klicke das nochmal an. Naja. Und es waren jetzt auch nicht so viele. Ich glaube, es war erst die erste Welle, ne? Bestimmt kommen die anderen drei danach auch noch. Also ich weiß nicht, ob er das überhaupt schaffen kann. Muss man schaffen können, das ist gar keine Frage, aber ob ich das schaffen kann? Ich denke nicht. Nicht im jetzigen Zustand. Nein, es ist bloß Stein, okay. Ich meine, normalerweise würde ich sowas wie eine Spirale bauen und dann an jeder Ecke so ein paar Tower hinstellen, aber es ist ja mal keine klassische Tower Defense, deswegen haut das natürlich nicht hin. Rückzug. Ja. So kommt das nicht hin, das Ganze. Ich meine, wenn ich mehr Imperiumspunkte sammle, habe ich da eine bessere Chance, oder? Wenn ich Genie habe, ist das vielleicht auch schon, weil man kann ich ja bestimmt auch gleich bauen, oder? Aber Nahrung schaffen ist auch eine tolle Sache. Geil, das brauche ich auch auf jeden Fall. Ist ganz wichtig, denke ich mir. Angriffsstärke höher, also auch nicht verkehrt, ne? Wachturmverteidigung. Wenn ich jetzt eine Mission auch bauen kann, ist das natürlich auch praktisch. Ich würde ja ganz gerne das hier eigentlich machen. Das ist jetzt nicht drin, aber ich bekomme ja auch keine... Ich versuche es nochmal, hiermit zu gucken, ob ich jetzt die Dinger bauen kann einfach. Das ist ja halt eine Kombination aus dem Forschungszweig und den Imperiumspunkten, die ich brauche. Und wenn ich einen Turm habe, bin ich auch schon deutlich besser dabei, denke ich mal. Und vor allem, wenn ich auch diesen... Ja. Aber auch 20, natürlich. Aber einen Turm kann ich trotzdem nicht bauen in der Mission. Hat dann also nichts zu tun. Ist egal, wie die aussehen. Hauptsache, ich habe hier... Aber es wird genauso nicht funktionieren. Da bin ich hier absolut sicher. Sag mal, was ist gleich mit zu beben gerade? Ist auch so ein riesiger Radius gewesen, ja. Da. Reicht eigentlich so und ich muss die gar nicht in der Ecke verbinden. So, jetzt kann ich mich ein paar Punkte sparen. So. Wird garantiert trotzdem absolut nicht reichen. Reichweite 6. Was hat der andere? Weniger Reichweite. Das hätte ich nicht geahnt. Dann steckt die also in die Position. Aber habe ich jetzt hier ihren Angestellte auch versteckt? Ich weiß gar nicht, ich glaube schon, oder? Tag. Es wird, wie gesagt, wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, ich habe eine halbwegs sinnvolle Sache, was ich gerade mache. Ah, ein paar mehr noch so. Wir gucken, was passiert. Aber wie gesagt, ich denke, ich habe da noch nicht annähernd genug. Das wird niemals den Ansturm eben gerade aufhalten.
Nur weil ich jetzt ein paar bessere Einheiten habe, die ja trotz allem... Es ist ja nicht viel mehr dadurch geworden. Das sind nur andere Einheiten. Ich kann mich enger zusammenbauen. Man wird auch ein bisschen was an Geld sparen, wenn ich die ganzen Barrikaden nicht bauen muss. Weil ich brauche die, wenn ich nicht keine Barrikaden habe, dann ist es vorbei. Instant. Auch keine Frage. Aber es schießt ja auch fast nicht viel besser als vorher. Kannst vergessen, das haut auch nicht hin. Oh, more Orgies. What? Nee, das haut genauso wenig. Ach, so, sehr schön. Kannst du voll knicken, das habe ich nicht annähernd. Das ist eine Chance für mich. Null, null, null Chance. Weniger als null Chance. Ich brauche da eine ganz andere Herangehensweise. Die überrennen mich wie nichts Gutes hier. Rückzug. Zählt zwar als Niederlage, aber es ist mir egal. Ich teste eh nur, aber das kann so nicht funktionieren. Kann ich was zurücknehmen jetzt? Kann ich, wenn ich will. Ich hätte ja wahrscheinlich trotzdem brauchen, aber... Gut, Jäger wurden jetzt nicht verstärkt dadurch. Wenn ich jetzt so mache, haben die ja generell eine höhere Angriffsstärke, haben eine höhere Reichweite als der Typi. Ich nehme jetzt mal das hier rein. Dann verstecke ich bereits vorhandene Einheiten, das wäre ganz sinnvoll. Und das wäre auch nicht verkehrt für diese Mission. Ne? Ganz offensichtlich. Dann habe ich mehr Angriffsstärke und mehr Verteidigungsstärke. Direkt on the fly. Ja, ich behalte es mal so. Tja, jetzt hätte ich ganz gerne ein paar Punkte mehr. Egal, die Mission wird sowieso noch nichts. Dann spiele ich erstmal die andere reguläre Mission. Weil ich das hier aber geschafft habe, muss ich wahrscheinlich da oben hin, weil ich da nicht weiterkomme. Oh. Ach, gibt's doch alles nicht hier. Also, dieser Stream hat zu Recht den Titel Blutiger Anfänger, liebe Leute. Ich sag's nur mal. Der Scharfschütze, den will ich gar nicht mehr haben. Ist jetzt egal. So, ach, guck mal. Zombie Village. Guck mal, hier ist sogar was Markiertes. Was ist meine Aufgabe? Ich hab gar nicht gelesen. 400 Leute muss ich schaffen, vernichte alle Dörfer des Verderbens. Ich muss also alles auslöschen, geilo. Der Rest lese ich gar nicht, das ist glaube ich nicht so relevant, oder? Alright. Alright. Oh! Achso, das ist mein Holzturm. Ich wollte sagen, was Neues zu bauen. Aber das ist trotzdem neu. Das habe ich nämlich nicht erforscht. Trotzdem kann ich es hinstellen, neuerdings. Also oft kann man auch durch ohne Forschung das eine oder andere erreichen hier. Das ist doch schön. Jagdhütte. Direkt mal damit anfangen, oder? Mit 18 Punkten. Wobei. Ich warte noch. Ich warte noch. Nein. Normales Haus, bitte. So, und wir sind beim Holzhütten bauen. Genau. Go, 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 go. Ja. Da sind sie schon alle. Piu. Einmal mehr Schaden, stimmt ja. Jetzt habe ich ja hammerkrassen Schaden mit den guten Jägerinnen. Der ist super awesome. Das ist schön, da freue ich mich. Aber was macht das bloß? Erlaubt die Entwicklung von komplexen Strukturen. Ach so. Das brauche ich um... Nee, warte. Dann habe ich das doch erforscht. Dachte ich aber nur die Dinger jetzt upgraden. Vielleicht kommt es ja denn damit. Wahrscheinlich kann ich dann wie hier das Haupthaus anklicken und dann darüber neue Sachen bauen. Mag das vielleicht hinkommen? Wäre wohl plausibel, ne? Moment, kann ich nicht machen. Das ist alles hier im Alarm hier. Feuer, Feuer, schieß nicht tot. Das ist schön. Da muss ich sehr viel schönen Stein für meine Steinfarm. Steinmetzgerei, Steinmetzgerei, Steinmetzer. Wie ist denn das hier? Steinmetz, ne? Stein hoch. Auch gut. Nehme ich genauso. Zack. Na so, Material fehlt. Was fehlt denn? Ach, Nahrung. Ich habe genug Nahrung. Okay, gut. My bad. Hier schön unten am letzten Ende, wo bestimmt keiner langkommt von den Zombies. Ja. Wir nehmen die 15.
Wir nehmen hier die 14. Das passt schon. So. Schön dranbleiben, liebe Leute. Ach, von oben kommt der Zug. Okay. Hab ihn nicht kommen sehen. Kann man machen. Warum auch nicht? Ja, genau. Ach, hier war ein Zombie gewesen, aber war gar keiner. Hallo, liebe Leute. Lasst euch töten von meinen krassen Spezialeinheiten. Das ist schön. Building heißt tolle Sachen für mich. Sägemühle. Ah. Kann ich euch da reinstellen, wa? Hier wäre gut. 27. 16, geht das? Ja. Läuft. Sehr schön. Alles andere läuft erstmal wieder nicht, war ja klar. Bum, 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 bum. Ich habe jetzt stärkere Einheiten. Ich habe 5 davon. Ich kann, glaube ich, relativ zügig hier durchmarschieren. Mit meinen Buffs. Ja, nicht so durchmarschieren vielleicht. Übertreibt nicht immer so, liebe Leute. So. Erhöht mir trotzdem nicht schlecht, hä? Ich denke, ist er der gleichen Meinung. Und da ist Ende im Gelände. Ich sollte sowieso nach hier oben bauen, weil da die Steine sind und nicht da. Fällt mir mal so auf. Wenn ich baue jetzt nicht in die Richtung so, weil ich habe jetzt keinen Tesla-Sprung gebaut, aber nach da soll ich trotzdem mich vielleicht mal ranschlängeln. So langsam, aber sicher. Ah, weißt du was? Komm, ich kann noch einen bauen, dann baue ich. Kann ich da? Nein, da noch einen hin. Und fertig. Ist ja ein bisschen Gold mehr. War da gar nichts? Nee. Bloß Blätter, die runterfallen. Sehr irritierend. Brauche ich 400 Leute? 400 Leute. Roya Matt, das heißt Roger, Mann. Kann ich richtig reden, der Typ. Das stresst mich. Just give me something to shoot. Building complete. Feuer. Attention. Building complete. Ich mache schon viel Schaden, das gefällt mir. Trotzdem brauche ich mehr Gold und alles. War auf jeden Fall eine Top-Idee, meine Jäger auszubilden. Zweifellos. Bestimmt die beste Idee, die ich heute hatte. In diesem Spiel. Ja, gut, das ist vielleicht nicht schwer. Ich habe eine traurige Nachricht. Der Stream ist gleich vorbei, die erste Hälfte. Ist hier gar nichts mehr weiter. Ach, doch nicht, schade. Ein Dead End wäre geil gewesen, wobei es ist noch offen, die Option eines Dead Ends. Sehr schön. Da bin ich ja theoretisch da vielleicht sicher. Das gefällt mir, diese Aussicht. Trotzdem, Steine wollen langsam mal geschlagen werden. Naja, ja, die Wölfe heulen auch schon. Naja, aber wieder mal ist hier kein Wasser zu sehen für eine Fischerhütte. Also gut, dass ich diesen Bonus nicht genommen habe. Ich glaube generell, den Fischerhüttenbonus brauche ich eigentlich nicht. Was interessant ist eben die Energieproduktion der Mühle, die danach kommt. Die ich halt auch wahrscheinlich irgendwann wirklich brauchen werde. Und allein dafür würde ich eigentlich ganz gerne dann das andere dann trotzdem freischalten, um eben diese Mühlen-Energie-Sache zu haben. Aber für alles andere, glaube ich, das lohnt sich nicht wirklich. Ah, hier nochmal eine Sägemühle vielleicht, oder? Ach, schon wieder falsch. Your sniper at your service. Ja, ja, Sniper mal ein bisschen. Alright. My bullet in the head. Yeah. So. Auch noch to ein paar da death. Oben. To the death. Of the zombies. Alright. Die. Ih, da ist auch noch einer, pass auf. Death sentence. Ja. No! Attention. Building completed. Ist aber not good. Good day to kill. Ich werde verlieren. Ha, aufgehört. Nein! Das war's wohl. Mission verkackt. Oh nee. Aber ist nicht schlimm. Der Stream ist ja ohnehin zu Ende. Guck mal, ich kann jetzt nicht auf Rückzug gehen. Hab ich rausgefunden. Würde ich sagen. So, kurze Pause, 10 Minuten. Dann geht's gleich weiter mit They Are Billions. Wir sehen uns, liebe Leute. Ja. Yeah.